Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Hetman Software. Sehen Sie, wie Sie macOS benutzerfreundlicher machen. Tastatur kurzen Befehle für die effektive Nutzung Ihrer Macs. Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen oder einen gelöschten Internet-Browser-Verlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programme von Hetman Software helfen. Rufen Sie den Link in der Beschreibung auf, laden Sie das benötigte Programm kostenlos herunter und installieren Sie es und führen Sie dann eine Festplattenanalyse durch. Die Dienstprogramme zeigen die zur Wiederherstellung verfügbaren Daten an, sodass Sie diese anzeigen und abrufen können. Auf unserem Kanal und Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem, von der Installation des Systems über die Konfiguration und Behebung von auftreffenden Problemen und Fällen bis hin zur Optimierung des Betriebs mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu unseren Videos oder Artikeln. macOS hat viele Funktionen und die Verwendung von Tastenkombinationen ist eine gute Möglichkeit, das Betriebssystem zu beherrschen und die Produktivität und den Komfort Ihres PCs zu steigern. Im Folgenden werden nicht nur die grundlegenden Kombinationen für das Kopieren und Einfügen behandelt, sondern auch vorgeschriebene, mit denen Sie Ihre Aktionen in verschiedenen Programmen beschleunigen können. Durch die Verwendung von Tastenkombinationen zum Navigieren, Steuern von Fenstern, Wechseln zwischen Programmen und vielen mehr verändern Sie die Art und Weise, wie Sie Ihren Mac nutzen und schöpfen sein Potenzial voll aus. Die Verwendung von Tastenkombinationen spart nicht nur Zeit, sondern ist auch ein effektiverer Weg, Ihre Arbeit zu optimieren. Fangen wir also mit den einfachen Dingen an, nämlich der grundlegenden Tastenkombinationen, die Ihre täglichen Aufgaben vereinfachen. Schauen wir uns an, wie Sie kopieren und einfügen, neue Registerkarten im Browser öffnen und zwischen geöffneten Anwendungen wechseln können. Um zum Beispiel Dateien, Text und so weiter zu kopieren, verwenden Sie die Tastenkombinationen Command plus C. Damit können Sie schnell einen ausgewählten Text oder eine Datei kopieren. Um die kopierte Datei an einem anderen Ort einzufügen, drücken Sie Command plus W. Auf diese Weise können Sie sie schnell von einem Ort zum anderen verschieben. Und um eine Datei oder einen Text auszuschalten, drücken Sie die Tastenkombinationen Command plus X. Anschließend können Sie diese Datei oder denselben Text an einer anderen Stelle einfügen, indem Sie die Tastenkombinationen Command plus V Paste drücken. Diese Tastenkombinationen helfen bei der Bearbeitung von Text, Dateien und anderen Daten. Das nächste Tastaturkürzel ist Command plus T. Es wird verwendet, um neue Registerkarten in einem Browser oder einer Anwendung zu öffnen. Diese Kombination ist besonders nützlich bei der Arbeit mit Webbrowser oder Anwendungen, bei denen Sie schnell neue Fenster öffnen müssen. Wenn Sie mehrere Anwendungen geöffnet haben, können Sie mit der Tasten Command plus Tab zwischen diesen umschalten, um schnell zwischen den geöffneten Anwendungen zu wechseln. Command plus Timed wird verwendet, um zwischen den Fenstern eines Programms zu wechseln. Mit diesen Kombinationen können Sie im Handumdrehen zwischen verschiedenen Aufgaben und Anwendungen wechseln. Und um das laufende Programm schnell zu schließen, drücken Sie Command plus Q. Wenn Sie die Arbeit mit einer Anwendung beendet haben, können Sie diese schnell schließen und so Systemressourcen freisetzen. Wenn Sie eine bestimmte Anwendung suchten, starten Sie das Spotlight-Suchfenster, indem Sie die Tastenkombination Command plus Space drücken. Mit dieser Suche können Sie schnell Dateien, Programme und andere Elemente auf Ihrem Mac finden. Spotlight bietet schnellen Zugriff auf verschiedene Funktionen und Dateien auf Ihrem Gerät und ist damit ein leistungsstarkes Werkzeug für den täglichen Gebrauch in macOS. Nachdem wir uns also mit den grundlegenden Tastenkombinationen vertraut gemacht haben, kommen wir nun zu den fortgeschrittenen. Als nächstes lernen wir, wie Sie schnell zwischen Anwendungsfenster wechseln, mit Mission Control effizient auf dem Desktop navigieren und die Größe und Positionierung von Fenstern steuern können.
um Mission Control aufzurufen, verwenden Sie die Tastenkombination F3 oder Control plus Up Arrow. Wenn Sie diese Tastenkombination drücken, öffnen sich Mission Control und zeigt Miniaturen und Sichten aller öffnenden Fenster und Desktops auf Ihrem Computer an. Die Mission Control erleichtert die Navigation und Organisation Ihres Arbeitsbereichs, was besonders nützlich ist, wenn Sie viele Fenster und Anwendungen geöffnet haben. Wenn Sie viele Anwendungen gleichzeitig verwenden, hilft Ihnen die Funktion zum Wechseln des Desktops, diese zu organisieren. Mit dem Tastaturkürzel Ctrl Plus können Sie zwischen des Desktops wechseln. Um das aktuelle Fenster einer laufenden Anwendung zu schließen, drücken Sie Command Plus 2. Diese Kombination verkürzt die Zeit für die Arbeit mit Anwendungsfenstern. Die folgenden Tasten werden zum Verschieben und Ändern der Fenstergröße verwendet, um das Fenster in den Vorbildmodus zu schalten. Drücken Sie die drei Tasten Ctrl plus Command plus F. Durch erneutes Drücken dieser Taste kehrt das Fenster in seine ursprüngliche Ansicht zurück. Um ein neues Fenster der aktiven Anwendung zu öffnen, drücken Sie Command plus N. Um das Fenster zu minimieren, die Kombination Command plus M. Die Kombination Command plus H blendet das aktuelle Fenster aus und mit Command plus Option plus H werden alle Fenster außer der aktiven Anwendung angeblendet und Command plus Q, um die Anwendung das Fenster zu schließen. Mit Hilfe dieser Kombinationen wird die Fensterverwaltung bequemer und schneller. Es gibt auch Tastaturkürzel für die Arbeit mit Text, die die Bearbeitung beschleunigen können. Die folgenden Tastenkombinationen werden zum Beispiel verwendet, um zwischen Wörtern und Zeilen zu wechseln. Option Plus, um zwischen Wörtern zu wechseln. Um Command Plus, um an den Anfang oder Ende einer Zeile zu gelangen. Wenn Sie Sonderzeichen und Emoji zu Ihrem Text hinzufügen möchten, drücken Sie Ctrl plus Command plus Space. Dies öffnet das Symbol- und Emoji-Panel. Damit können Sie Ihren Text kreativ gestalten. Wenn Sie das Tastaturlayout schnell wechseln müssen, drücken Sie die Tastenkombination Ctrl plus Space plus schnelles Umschalten zwischen des Tastaturlayouts. Die Funktionen zum Kopieren, Ausschneiden und Einfügen haben wir bereits gelernt. Dies ist das Tastaturkürzel. Command plus A alles auswählen, Command plus C kopieren, Command plus X ausschneiden, Command plus W einfügen. Um nach Text im System oder in einer Anwendung zu suchen, drücken Sie Command plus F. Und um Änderungen im Dokument zu speichern, Befehl plus S. Die folgende Tastenkombination wird verwendet, um die letzte Aktion rückgängig zu machen. Command plus C. Mit dieser Kombination können Sie zum Beispiel einen versehentlichen gelöschten Text wiederherstellen, eine Datei ausschneiden oder die letzte Aktion in einem der Programme rückgängig machen. Und die Tastenkombination Command plus Shift und C wird die letzte Aktion wiederholen. Diese Tastenkombinationen machen es inhaltlich leicht, Text in jeder Anwendung auf Ihrem Mac zu manipulieren und zu bearbeiten. Als nächstes wollen wir uns einige Systembefehle ansehen. Command plus Space öffnen Spotlight zu suchen und schnellen Starten von Anwendungen. Command plus öffnet die Finder-Einstellungen. Um eine bestimmte Anwendung zu beenden, verwenden Sie die Tastenkombinationen Command plus Option plus Space. Dadurch wird das Fenster Force Termin angezeigt. Option plus Command plus D hilft, das Dock-Panel aus- und wieder einzublenden. Ctrl plus Command plus Q sperrt den Bildschirm und Option plus Shift plus Command plus Q zum Abmelden von Ihrem macOS Benutzerkonto. Die Kombination Command plus Option plus Eject oder Power, wenn Sie eine Tastatur mit einer physischen Power-Taste haben, wird verwendet, um Ihren Mac in den Ruhezustand zu versetzen. Sie sendet ein Signal zum Einschlafen oder dem Drücken des Netzschalters enthält.
Wenn Ihr Mac nicht auf diese Kombination reagiert, vergewissern Sie sich bitte, dass die Auswurf- oder Power-Taste funktioniert und überprüft Sie die Einstellungen in den Systemeinstellungen, um sicherzustellen, dass diese Kombination nicht geändert oder deaktiviert wurde. Verwenden Sie die Tasten Command plus Control plus Eject oder Power, um den PC neu zu starten. Beachten Sie, dass die genannten Kombinationen je nach Mac-Modell und der verwendeten Tastatur variieren können. Bei einem MacBook mit Touch ID wird beispielsweise die Touch ID-Taste anstelle der Einschalttaste verwendet. Wenn Sie ein Magic Keyboard verwenden, können die Tastenkombinationen ebenfalls unterschiedlich sein. Ein paar nützliche Befehle im Finder. Command plus N öffnet ein neues Finderfenster. Um einen neuen Ordner zu erstellen, drücken Sie Command plus Shift plus N. Um die Tastenkombination Command plus Delete verschiebt Sie in den Papierkorb. Command plus C bricht die letzte Aktion ab. Wenn Sie möchten, können Mac-Besitzer eigene Tastaturkürzel für einzelne Programme mit macOS erstellen. Dazu müssen Sie Folgendes tun. Öffnen Sie die Systemeinstellungen, gehen Sie zu Tastatur, Tastenkombinationen, wählen Sie den Abschnitt Tastenkombinationen für Anwendungen, klicken Sie auf das Pluszeichen, wählen Sie die Anwendung aus, für Sie, die eine Kombination erstellen möchten. Geben Sie in der Zeile Menütitel den Namen des Befehls an, für den Sie eine Tastenkombination erstellen möchten. Und im Feld Tastenkombination geben Sie die Kombination an. Jedes Programm auf Ihrem Mac hat viele verschiedene Tastenkombinationen. Sie können sie in den macOS Systemeinstellungen finden. Gehen Sie zu Systemeinstellungen, Tastatur, Tastenkombinationen. Hier können Sie globale Tasten und Tastenkombinationen für bestimmte Anwendungen sehen. In den Einstellungen des Programms selbst, im Menü oder in den Systeminformationen . Heute haben wir uns wichtige und nützliche Tastenkombinationen in macOS angesehen, mit denen Sie Ihre Arbeitsabläufe effizienter und bequemer gestalten können. Wir haben die grundlegenden Tastenkombinationen für das Kopieren, Einfügen und rückgängig machen von Aktionen kennengelernt und sind dann zu den vorgeschrittenen Tastenkombinationen für die Navigation in Fenster, die Steuerung von Programmen und die Textbearbeitung übergegangen. Denken Sie daran, dass diese Kombinationen von Anwendung zu Anwendung leicht variieren können. Und es ist immer eine gute Idee, sich mit den Tastenkombinationen einer bestimmten Anwendung in deren Hilfedokumentstation oder Menü vertraut zu machen. Die Verwendung von Tastenkombinationen ist eine großartige Möglichkeit, um alltägliche Aufgaben zu beschleunigen und Ihre Produktivität zu steigern. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war nützlich für Sie und hat Ihnen geholfen, Ihre verlorenen Dateien wiederherzustellen. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal Head & Software zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren unter dem Video. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.